Am 17. Juni traf sich im Natur- und Umweltpark Güstrow die Jury des Umweltpreises für Kinder- und Jugendliteratur. Eine Woche zuvor ging der Preis, der alle 2 Jahre vergeben wird, an die englische Kinderbuchautorin Jill Lewis für ihren Roman Die Spur des Mondbären. Für die Laudatio der Festveranstaltung im November konnte die wohl berühmteste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke gewonnen werden. Ihre unzähligen Romane und Erzählungen wurden in einer Auflage von 20 Millionen Exemplaren in 37 Sprachen übersetzt. Zahlreiche Bücher wurden verfilmt und für das Theater adaptiert. Jetzt hatte sich die Jury mit Cornelia Funke zu einem Interview via Skype verabredet. Denn Cornelia Funke lebt in den USA in Los Angeles. An dieser Stelle bringen wir einen kurzen Auszug aus dem Interview. Beziehen Sie sich bei den Fabelwesen, von denen Sie gerade eben gesprochen haben, auch auf andere Kulturen oder bleibt das im europäischen Raum? Nein, und zwar ist es so, dass ich anfangen werde in Norwegen. Das heißt, ich beziehe mich auf viele Dinge in Norwegen, viele Fabelwesen, weil die Hauptfiguren aus dem ersten Teil, die Wiesengrund, da ein Zentrum für Fabelwesen eröffnet haben. Und dann fliegen sie nach Indonesien suchen dort nach der Feder eines Greifs. Und das heißt, ich musste ganz viel Recherche über das Wildleben, aber auch über die Mythen und Fabelwesen von Indonesien machen, weil ich es langweilig fand, da jetzt einfach die europäischen Wesen vorkommen zu lassen. Flechten Sie dann wirklich immer alle Ideen in Ihr Buch ein oder verwerfen Sie auch mal welche oder schieben Sie auf für nächste Bücher? Oder? Ich vergesse leider einige. Das heißt, ich habe Notizbücher, große DIN-A4 Notizbücher, in die ich alles reinschreibe, in die ich auch Skizzen mache, Fotos sammle, Wikipedia-Artikel zu dem Thema, Kopien von Märchen. Es kommt alles da rein und ich versuche es alles zu verarbeiten. Aber es passiert immer mal wieder, dass mir was schlüpft und ich Jahre später gucke durch das Notizbuch und denke, ach, das hast du ja gar nicht mehr eingearbeitet. Ich arbeite im Moment so, dass wenn ich ganz wichtige Ideen habe, ich mir die auf Post-its schreibe und immer, wenn ich meine Notizbücher habe, drucke ich mir irgendwann meine Manuskripte aus, klebe die Notizbücher und klebe die Post-its daneben, damit ich die Ideen in der nächsten Fassung einarbeite. In der nächsten Woche bringen wir ein ausführliches Interview mit Cornelia Funke. Den Bericht vom 12. Juni zum Preisentscheid der Jury des Umweltpreises für Kinder- und Jugendliteratur können Sie auf dem YouTube-Kanal von MV1 ansehen.